So, Männer, auf ein faires Spiel. Ja. Wow, Kolumbus, Hitler und Mutter Teresa. Für jeden was dabei. Moment mal, wer von euch ist denn jetzt der Mannschaftskapitän? Ich bin der Kapitän, aber ich bin der Einzige mit Armbinde. Oh, mein Hoden. Und das ein Hodenhaken. Ach, du dickes Ei, ich bin raus. Habe keine Angst zu lieben, bis es weh tut. Es ist die Weise, wie Jesus geliebt hat. Word. Monsters of Kreisklasse. Das Spiel Borussia Hodenhagen gegen Figuren der Weltgeschichte wird Ihnen präsentiert von Willy Brandt-Zwieback zum Niederknien gut und Cäsar-Film. Ja, eklig. Weg da, weg da. Ja, bei mir ist der Trainer, Wolle Kressmann. Wolle, dieses Spiel wird mit Sicherheit in die Geschichte eingehen. Borussia Hodenhagen gegen Figuren der Weltgeschichte. Ja gut, es ist immer schön, wenn echte Legenden auf dem Platz stehen. Aber die Gäste waren auch nicht schlecht. Wir steigen ein in die 11. Minute. Martin Luther King mit einem traumhaften Pass auf Neil Armstrong. Ja, man fragt sich, wie der Armstrong das macht. Gestern noch mit der Trompete bei der Tour de France und heute schon Astronaut. Ist schon toll. Hohe Flanke in den Strafraum. Ein kleiner Schuss für einen Mann, aber eine große Torvorlage für meine Mannschaftskameraden. Ja gut, da vorne stehen die historischen Kopfballungeheuer Karl der Große und Alexander der Große. Aber dann kommt Uwe Seeler und macht das Ding mit dem Hinterkopf rein. Oh. Oh. 0-1, aber dann die Borussia mit Demba. Der setzt sich durch gegen John F. Kennedy. Ich bin ein Hodenhagener. Echt? Komisch, irgendwie kenne ich die trotzdem nicht. Naja, egal. What the fuck? Ja, dann zieht er ab und der Ball prallt Napoleon gegen die Hand. Ei! Normal muss das Freistoß geben, aber Kleopatra protestiert da beim Schiri. Was soll dieser Pfiff bedeuten? Erkläre er sich. Gibt einen Freistoß. Das war Neil und nimmer ein Spiel. Was für eine Frau. Diese Augen. Und sie hat auch eine sehr schöne Nase. Mal was ganz anderes. Hat der Cäsar eigentlich beim AS Rom gespielt oder bei Lazio? Halt die Fresse. Okay. Es blieb beim Freistoß. Demba zieht ab, aber abgewehrt von Sigmund Freud im Tor der Gäste. Schuldgefühle im engeren Sinne habe ich nicht, denn die alleinige Schuld am Zweiten Weltkrieg hat bekanntlich Juan Bernat. Scheiß Nazi. Der Nächste, bitte. Dann war Halbzeit. Martin Luther nutzt die Zeit und schlägt 95 Thesen zur Auslegung der Handspielregel an die Tür vom Vereinsheim. Ey, du Blöde. Dann die zweite Hälfte. 63. Minute. Olli Kahns großer Bruder Chingis setzt sich durch gegen Kevin. Hey. Und passt direkt auf den 16. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ja, dann schießt der Abraham mit seinem starken linken Fuß. Aber wie der Torso den hält, das ist natürlich Weltklasse. Ey, cool. Gute Parade. Danke, Captain Ahab. Und viel Glück mit Moby Dick, wa? Kurz danach wurde Lincoln ausgewechselt. Es blieb beim 0-1 ein kleines Waterloo für die Borussia. Waterloo, ihr habt von uns elftisch aufs Maul gekriegt. Boah, geiler Stoff, Digga. Was ist das? Das ist Geschmacksrichtung Nachos mit JF Casey Dip und dazu Ginger Ale Carbone. Boah, voll lecker, Digga. Das Spiel Borussia Hodenhagen gegen Figuren der Weltgeschichte wurde Ihnen präsentiert von Albert Einstein Ofenpizza und Abraham Lincoln Haferflock. Der Wahl, Ismael! Har, har, har! Nimm das, Moby Dick! Houston, hier ist Hodenhagen Base. Der Adler ist gelandet. Halt, stopp, ich korrigiere. Der Adler fliegt noch. Mein Fehler. Well. Das war die heutige historische Monsters of Christ-Klasse-Folge. Was hat euch am besten gefallen? Lasst es uns wissen in die Kommentare. Um Bums zu abonnieren, bitte hier auf das große Bums-Logo klicken. Es ist ein kleines Abo für einen Menschen, aber ein großes Abo für die Menschheit. Moment mal, das macht keinen Sinn. Egal. Dann empfehle ich euch hier oben ein weiteres Bums-Video und darunter ein empfehlenswertes Video von Funk. Funk. Hodenhagen Base over and out. Ich setze mich jetzt in den Bus zurück nach Houston. Düsseldorf, ich verabscheue mich. Sleep very well in ihr Bettgestell. Mann 70.